In Köln-Lindenthal erreicht Moritz Breuer und Stefan Sindera ein Notruf wegen eines Einbruchs. Äußerste Vorsicht ist geboten, denn der oder die Täter sind möglicherweise noch vor Ort. Einbruchsspuren sind nicht. Also ich höre irgendwelche Stimmen. Die Geräusche kommen ja aus dem rückwärtigen Bereich. Ja, ich höre da auch. Das hört sich an wie ein Streit. Da drinnen ist irgendwas. Ja. Hier vorne macht keiner auf. Lass uns mal hingucken. Geh mal vor. Alter, Frau Schönheit. Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Hey! Hier ist die Polizei! Nein, ich spring! Hey! Ich spring! Kann doch wohl nicht wahr sein hier! Da ist der Einbrecher! Sie sind jetzt erstmal ruhig, ja? Sind Sie ja gut gelandet hier. Was haben Sie gedacht? Sie sind Spider-Man oder was? Ja, so ungefähr. Sie haben mega viel Glück gehabt, ne, dass hier diese Schuppenzüge liegen, ne? Oh, boah, die habe ich gar nicht gesehen. Wenn Sie die Glasknochenkrankheit hätten, hätten wir jetzt hier schön Scherben auf, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt sagen Sie mir erstmal. Das sehe ich hier schon, ne? Das sieht schon mal nicht so gut aus. So viel Glück möchte ich auch mal haben, mein Freund. Ja, war auf jeden Fall eine gute Landung. So, okay. Wenn's geht's, also ja. Gucken Sie, machen Sie alles ganz langsam. Sonst rufe ich jetzt ein RTW, ne? Wer sind Sie überhaupt? Hören Sie mal kurz zu, wer sind Sie überhaupt? Ich gehe mal davon aus, wenn Sie aus dem Fenster springen, scheint es nicht so, als würden Sie sich hier berechtigterweise aufhalten. Boah, ich bin ehrlich gesagt schlafgewandelt. Ich weiß okay. gar nicht. Schlafgewandelt. Warten wir mal kurz auf den Hausherrn, ja? Ich glaube, der kommt nämlich gerade. Sein. Ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn oben eingeschlossen. Er ist ein Einbrecher. Sie sind der Herr Berger? Ja, ich bin der Herr Berger. Okay. Sie haben mich nicht zu beruhigen. Da ist er unglaublich am helllichten Tag. Bricht in unsere Hütte ein. Kommen Sie mal her. Gut, also Sie wohnen hier, Herr Berger. Meine Frau, meine Tochter, das ist die Frau. Und den Herrn haben Sie noch nie gesehen und der war nie. Den habe ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Ja, dann stellen Sie sich ja mal bitte vor. Ich bin der Hahn, Thomas Hahn, 28 Jahre. Haben Sie einen Ausweis da, Jan? Nee, habe ich gerade nicht dabei. Wieso sind Sie denn barfuß unterwegs, wenn ich frage? Ne? Was soll das? Ich bin schlafgewandelt. Hier gibt es ja niemanden, der so heißt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier mache. Sie wissen nicht, was Sie machen. Also ich war bei einer Freundin, die wohnt ja ein paar Straßen weiter. Die Frau Weber. Aha, Frau Weber. Hier gibt es hier wohl also keine Frau Weber. Das Ganze hier war eine recht verfahrene Situation. Ich meine, wir hatten letztlich hier Aussage gegen Aussage, unabhängig jetzt der Glaubhaftigkeit der jeweiligen Aussagen. Ja, dass das Ganze hier eine entscheidende Wendung kriegen sollte durch einen Fund in einer Laubtonne, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ein Schwangerschaftstest? Ist das der neue Lover hier oder der aus dem Fenster oben rausgesprungen ist oder sonst irgendwas? Jetzt kann ich mir das erklären. Seit Wochen schlafe ich auf der Couch, weil du ja irgendwie Kopfschmerzen und so das Scheiße hast, ja? Ist das dein neuer Freund hier oder was? Das ist der, bist du schwanger? Natürlich. Ich glaube, ich spinne langsam hier. Herr Berger, hallo Herr Berger, fahren Sie mal ein bisschen runter. Ich weiß, dass Sie aufgebracht sind, aber... Ich bin sehr aufgebracht. Ich muss mal kurz fragen. Wo haben Sie den denn jetzt hergezaubert? Hier aus dem Laub oder was? Aus der Mülltonne gerade. Ich wollte den Laub wieder reinmachen. Der ist aus meiner Mülltonne drin. Der ist unsere Mülltonne. Okay, das heißt, Sie beiden wohnen alleine hier? Also na, unsere Tochter ist noch da. Sie haben noch eine Tochter. Wie alt ist die? Die ist 20. Die ist 20. Aber die hat keinen Freund und noch gar nichts. Sie ist... Ist die dann momentan auch im Haus? Die muss zu Hause sein, oder? Die ist da oben. Okay. Hören Sie, und den Herrn haben Sie wirklich noch nie gesehen? Den habe ich noch nie gesehen. Noch nie in meinem ganzen Leben. Haben Sie den auch noch nie gesehen? Nein, ich habe den auch noch nie gesehen. Bei der Personalienabfrage erfährt Stefan Sindera einige interessante Details, die die Aussage des angeblichen Schlafwandlers in Frage stellen. Na gut, von den Personalien könnte stimmen. Also er. Ja, aber der Wohnort, wo er wohnt, das ist müssen ungefähr 10, 12 Kilometer her sein. Das heißt so, also ich kenne auch ein paar Schlafwandler, wir hatten damit auch schon ein paar Fälle, aber so weit sind sie niemals gelaufen. Weil eine Sarah Weber gibt es hier in der Straße nicht, die haben sie erfunden. Herr Berger, dann sagen Sie mir doch mal die Leiter, die da steht. Damit ist er offensichtlich reingekommen. Wo führt die denn hin? Die führt ins Büro. Die steht auch normalerweise nicht da. Und wir haben ja auch gar keine Leiter. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Okay, pass auf. Ja, wir gehen mal hoch. Ich würde sagen, wir müssen mal gucken. Stellen wir das Fenster auf, sind Einbruchspuren da, müssen wir uns dann mal anschauen. Da müssen Sie selber mal schauen. Keine Ahnung. Ich bin ja ihm hinterher jetzt hier. Ja, okay. Willst du mit ihm hier bleiben? Ich gucke oben auf die Hebelspuren hin und so, und dann gucke ich mal auf die Tochter. Genau, der muss jetzt nicht unbedingt noch mal rein. Wir wissen ja nicht, wo er herkommt. Ja, okay. Ja, dann kommen Sie mit. Bitte. Ja. Stefan Sindera ist überzeugt, dass es sich bei dem jungen Mann keineswegs um einen Schlafwandler handelt. Doch auf was hat es der Verdächtige tatsächlich abgesehen? Was ist denn hier los? Warum ist die Polizei denn da? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Hallo. Das ist unsere Tochter. Hallo, Sindera, mein Name. Haben Sie von dem ganzen Tohuwabohu heute Morgen mitbekommen? Nein, ich habe jemand eingebrochen. Ich habe ihn hier eingesperrt. Und dann ist er aus dem Fenster gesprungen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin gerade nur wach geworden. Das kann doch nicht wahr sein. Und hast du irgendwas mit diesem Schwangerschaftstest zu tun? Nein.
Den habe ich bestimmt gefunden. Einen Nachbarn bei uns in den Müll geworfen. Du weißt doch, die werfen ständig bei uns ihren Abfall rein. Kann auch sein, dass deine Mutter eine Affäre hat, wie es mit dem aus dem Fenster gesprungen ist. Okay. Ich bin vollkommen fassungslos. Herr Berger. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Herr Berger, ich bin nicht die Schwangerschaftsberatung. Ich kann Ihnen jetzt nicht irgendwelche privaten Tipps geben, wie Sie damit umgehen. Wir sind jetzt hier wegen eines Einbruchs und das würde ich auch gerne klären. Ich lasse auch meinen Kollegen da ungern jetzt so lange warten. Ja, verstehe ich. Bitte beruhigen Sie sich. Können Sie mir mal Ihr Zimmer zeigen? Ja, es geht nur darum, dass ich gerne wissen möchte, wie der Herr hier reingekommen ist. Weil Ihre Eltern sagen, die Fenster sind immer verschlossen. Jetzt stand die Leiter da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Herr hier reingekommen ist. Und unten gibt es auch keine Einbruchspuren. Das ist ein junger Mann. Wir können gerne mal gucken. Warten Sie mal, sehen Sie ihn? Da unten? Das ist er. Haben Sie den schon mal gesehen? Nein. Kennen Sie nicht? Okay. Aber was soll das denn jetzt hier? Warum sind Sie in meinem Zimmer? Ich wollte wissen, wie er hier reingekommen ist. Und ehrlich gesagt, ich sehe jetzt hier an diesen Fenstern auch keine Hebelspuren. Vielleicht haben Sie fest geschlafen, er ist angeblich geschlafwandelt. Darf ich Sie was anderes fragen? Ne? Ja. Das sieht nicht gerade nach Ihren Schuhen aus, ne? Also, das ist bestimmt Schuhgröße, was haben wir hier? 45, 46. Und das hier sieht für mich auch eher nach einer Herrenjacke aus. Und hier darf ich mal reingucken. Ich denke mal, das gehört nicht Ihnen. Herr Thomas Hahn. Kann es sein, dass das Ihr Liebhaber ist, der Herr, den wir da draußen haben? Dass Sie ihn vielleicht doch kennen? Ja, ich habe die Leiter hier an die Wand gestellt. Und ich habe ihn auch durchs Fenster reingelassen. Okay. Er ist mein Freund. Und mein Vater ist ein Haustyrann. Ich kann ihn nicht normal durch die Tür laufen lassen, mein Freund. Denn er würde ausrasten. Er behandelt mich wie ein 13-jähriges Kind. Ich darf nicht mal am Wochenende lange rausbleiben. Ich darf nichts. Ich bin 20 und er behandelt mich wie 13. Okay. Ja gut, jetzt verstehe ich die ganze Sache so ein bisschen, ne? Also Ihr Vater ist ja da schon ein sehr, sehr impulsiver Mensch. Ja. Hatten Sie überhaupt schon mal einen Freund, wenn ich fragen darf? Oder ist das jetzt Ihr erster Freund? Mein erster Freund. Ihr erster Freund, okay. Und dann müssen Sie sich immer heimlich treffen, ne? Ja. Okay, und wie kam das heute Morgen, dass er das überhaupt mitbekommen hat? Weil ich denke mal, der schleicht sich wahrscheinlich öfter hier rein und dann auch wieder raus, ne? Ja, er wollte auf Klo und dann hat ihn halt mein Vater erwischt auf dem Weg. Er hat sich meine Bilder angeguckt und dann... Okay. Ja. Diese Hiobsbotschaft müssen die Beamten jetzt dem Hausherrn möglichst schonend beibringen. Das bleibt allerdings nicht die einzige Überraschung für den Choleriker. Das ist kein Einbruch im herkömmlichen Sinne, sondern der Herr, der ist reingelassen worden. Ne? Wie reingelassen? Dachte ich mir schon fast. So, das ist der Freund der Tochter. Was? Ja, meine Tochter so. Hat keinen Freund. Du willst mir jetzt sagen, dass dieser Knilch hier, der aus dem Fenster gesprungen ist, dein Freund ist? Warum weiß ich nichts davon? Ich bin 13 mehr, Papa. Ja, aber da ist aber... Warum springt der? Warum Sie nichts davon wissen? Ich glaube, das liegt ein bisschen an Ihrem impulsiven Charakter. Ne? Ich will mich da nicht... Ich muss doch meine Tochter beschützen. Das können Sie auch, aber ich meine, Ihre Tochter ist 20. Ne? Ja, jetzt will ich mal anders wissen. Ich habe hier einen Schwangerschaftstest. Wem gehört dieser Schwangerschaftstest? Wahrscheinlich nicht der Katze. Mir auch nicht. Sag es nicht, du bist schwanger von dem Typen da. Das ist der Thomas und der ist total nett. Ich glaube, ich spinne langsam. Ich habe auch keine Lust mehr. Du regst dich immer über alles auf. Ja, aber kann man unsere Tochter, als ob sie ich mache alles für euch. Ich reiß mir den Arsch auf für euch. Kann man nicht mal vernünftig mit mir reden? Ich komme vor wie ein Trottel. Ich bin 20 Jahre alt. Wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Seit einem halben Jahr? Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du weißt Bescheid jetzt, ne? Ja, du regst dich immer auf. Du bist hier der Übercholeriker. Und wenn du jetzt nicht mal langsam runterfährst, dann lass ich mich einfach von dir scheiden. Dann kannst du nämlich gehen. Vielleicht darf ich ganz kurz intervenieren. Ich glaube, so ein kleines Kind, ne, wenn jetzt ihre Familie Zuwachs bekommt, ich glaube, dass letztendlich wird Ihnen das auch gut tun. Ist meine Meinung, Herr Berger, ne? Also, ja, gut, ich kann jetzt nichts mehr daran machen, aber ich bin halt nur sauer, dass auch keiner mit mir geredet hat. Ich hätte vielleicht auch noch einen kleinen geistreichen Vorschlag, gib dem Mann noch mal seine Schuhe, weil es ist echt kalt, ne? Ja, bitte. Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen, Straftaten hier nix. Das heißt, freiwillig reingelassen worden. Was jetzt hier so unter Ihnen zwischenmenschlich ist, das regeln Sie bitte untereinander. Und ich glaube, dann können wir auch wieder fahren. Ne? Ja, vielleicht habe ich auch wirklich ein bisschen übertrieben in den letzten Jahren. Aber bisschen. Man hört ja aber auch so viel. Da liegt meinem Kind irgendwas passiert. Guck mal, was ich tun musste, Papa. Ja. Traurig. Ja, das hättest du auch nicht tun müssen, aber ich hätte mich... Wir machen das jetzt so. Können. Ja, ich sehe da einen. Wir schreiben jetzt einfach nur unseren Bericht, sodass nichts weiter passiert ist. Der Herr hat nichts hier an sich genommen. Vielleicht gehen Sie rein. Nein, wir haben frühe Morgenstunden, trinken Sie in Ruhe einen Kaffee und dann lernen Sie erstmal den jungen Herrn kennen. Nach diesem Vorfall hat sich die Familie ausgesprochen und freut sich jetzt auf den erwarteten Zuwachs.